partirai con mio favor. Ma mia gente, l'abbraccio, raccolatina. Wir sind gerade vor dem Klavierharpprobe und das bedeutet, wir werden erstmal mehr oder weniger die Lichtstimmungen, Kostüm, Bühnenbild, alles zusammen sehen. Und danach kommen die Proben mit dem Orchester, wo man erstmal an die musikalische konzentriert. Und in einer Woche kommen die Endproben, Hauptprobe, Generalprobe, wo dann alles funktionieren soll. Also die Musik hat irgendwas Witziges und lebendig und finde ich das Libretto von Da Ponte fantastisch. Da Ponte hat immer die Komponisten verbessert. Also ich finde und auch Komponisten, die natürlich sehr begabt schon waren wie Mozart, Da Ponte hat irgendwas Besonderes mitgebracht. Und hier in Soler, wir haben auch das. Also ich finde, dass die Musik gut ist, weil der Libretto extrem gut ist. In L'Arbore di Diana geht es natürlich um die Liebe. Es ist die Geschichte der Göttin der Keuschheit Diana, die auf ihrer Insel lebt mit ihren Nymphen. Und dort hat sie einen Baum, einen Zauberbaum, der auch ein Richter für die Keuschheit, für die Schamhaftigkeit von diesen Nymphen ist. Jeder soll sich dann einmal am Tag dann runterstellen und wenn sie wirklich keusch und schamhaft sind, dann leuchtet der Baum, singen Engelchen, alles ist wunderbar. Wenn aber natürlich diese Nymphe eine Geschichte mit einem Hirten oder mit einem Schäfer hatte, wird der Baum dann ziemlich böse, schwarz, die wird gesteinigt, es ist Donnerwetter, alles möglich. Und das sieht in dieser Oper der Gott Amor nicht so gut an, weil natürlich seine Macht als Gott der Liebe ein bisschen bedroht sieht. Die Rolle von Amor wurde komponiert für einen weiblichen Sopranistin, die ein Jahr vorher die allererste Gräfin in Figaros Hochzeit gesungen hat. Sie war sehr jung und die Stimme ist einfach ganz anders als eine, sagen wir, etwas reifere männliche Sopran. Es liegt ein kleines bisschen höher. Es gibt technische einfach Unterschiede, was die zwei unterschiedlichen Stimmen gut machen können. So, ich muss die Rolle auf meine Stimme ein bisschen anpassen, was absolut 18. Jahrhundert Praxis ist. Aber manchmal braucht es sehr viel Gehirnarbeit und ein bisschen Mühe, um die Dinge günstig zu ändern. Wenn es auch gerade um so sexuelle Anteile geht, ist dieses Manga-Spiel ja extrem pornografisch bisweilen. Und dann habe ich angefangen, das zu recherchieren, was das eigentlich bedeutet, wenn man Manga in eine Echtwelt überträgt. Und dann kommt man ja ganz schnell zu so Cosplay-Sachen und fremde Figuren annehmen und in seiner Freizeit irgendwie was anderes sein wollen, als man eigentlich ist. Und damit auch so Echtheiten zu verbergen, also genau diese Unechtheit zu evozieren, um was Bestimmtes zu vermitteln. Und genau das behaupten wir ja, tut Diana auch, in eine Welt zu flüchten, die rein ist und unberührt und ohne Liebe auskommt und pur ist. Und, aber wir wissen ja aus menschlicher Sicht, dass das nicht der Fall ist. Sie ist eigentlich ein Teenager und als Person, das ist sehr lustig, ich weiß nicht, wieso es geworden ist, aber sie ist ganz nah zu mir, also zu wie ich war oder wie ich jetzt gerade bin und so ein bisschen, so auch ein bisschen aggressiv, ein bisschen wütend, ein bisschen eigentlich ganz lieb. Nur sie will es nicht so einfach zeigen. Musik.
das alte Griechenland muss ja immer neu erfunden werden. Und wir haben so einen Hellenismus hineingebracht, der eigentlich im Grunde genommen irgendwo in der Karibik oder auch in Kalifornien, es sind ja so Verweise darauf, die eigentlich auf so eine Gesellschaft hinzielt, die ganz stark in einem Feierrausch sich befindet, auch eine Endphase. Die bewegt sich, irgendwann ist die Party zu Ende. Und das ist schon natürlich auch ein universelles Bild, das wir da versucht haben zu kreieren.